Hey Leute, was geht ab, ruhig und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. 20 Uhr FIFA Mobile Packs Raider Zeit. Ja, Wolski Leute, ihr habt sicherlich das Video gesehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich habe heute schon ja ein kleines Pack Opening zu den neuen Superstars hochgeladen. Es ist ein neues Pack Event von EA, was jetzt hier in den nächsten ja, zwei Tagen abläuft, 33 Stunden läuft das aktuell noch, wo ich hier gerade aufnehme. Man kann Courtois, Modric, Hazard, Mbappé, Harry Kane bekommen. Mein Ziel ist es eh, einen Hazard klar zu machen. 300 Punkte brauche ich dafür. Und soll ich jetzt schon spoilern, wen ich hier gezogen habe? Wir werden auf jeden Fall heute in dieser Folge auch noch zwei Packs öffnen. Rein theoretisch könnten wir noch drei Packs öffnen, aber ich glaube, ich mache zwei. Und vielleicht heben wir uns noch ein Pack für morgen auf, wer weiß. Genau. Und morgen gibt es übrigens um 17 Uhr, ich bewerte eure Teams in einer XXL-Version, Leute. Könnt ihr euch auch drauf freuen, genau. Und wenn ich halt Hazard bekommen sollte, heißt ja nicht, dass ich ihn zu 100% bekomme, weil ich brauche diese Goldpunkte dafür, werde ich halt Sadio Mané ersetzen. Hier vorne R9 und dann Hazard und Salah bleibt definitiv, Leute. Der Sturm ist ja jetzt schon geil, aber nach diesem Update Ronaldo R9 und Eden Hazard als WM-Held-Spieler, nenne ich die jetzt mal, als Superstar. Holy moly. Dann ist es noch heftiger, Leute. Hazard hat ja jetzt schon fast geilere Stats als Sadio Mané. So, also. Mein Ziel ist es auch dann, Sadio... Ich weiß nicht, Leute. Sadio Mané habe ich schon eigentlich viel trainiert. Soll ich den denn einsetzen als Trainingseinheit? Also um den Hazard zu trainieren. Ich teste mal ganz kurz aus hier, Arnautovic. Wie viele Erfahrungspunkte gibt denn Sadio Mané? 2,4 Millionen. Holy moly. Ja, ich denke mal, da werden wir dann einen Eden Hazard auf jeden Fall um ein paar Bewertungen trainieren. Noch, also ja, wir brauchen halt dafür Münzen. Das Münzenproblem ist echt, Leute. So, ich kann ja mal gucken hier. Hazard hat dann 96, nee, 95 hat der, ne? Oder? Hazard hat. Ich spoilere auf jeden Fall jetzt hier in 3, 2, 1 wäre die Folge. Wer das Superstar Pack Opening noch nicht gesehen hat, unbedingt auschecken, wenn ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt. Ich habe 120 Punkte da in diesen zwei Packs bekommen. Im ersten hatte ich 100, im zweiten hatte ich 20. Und ich hatte als Held gezogen Mendy von Man City und Fekir von Lyon. So, was hat denn der für einen Skillboost? Der hat 106 sofort in unserem Team. 106 Eden Hazard. Ja. Ja. Mit 2,4 Millionen Erfahrungspunkten können wir Hazard definitiv, denke ich mal, sofort auf 108, 109 bringen. Also, Leute, ich denke mal, Sadio Mané werde ich nicht verkaufen, auch wenn ich den jetzt hier noch wahrscheinlich für eine Million oder so verkaufen kann oder vielleicht sogar für mehr. Kann ich ja mal ganz kurz nachschauen. Aber der hat so viele Erfahrungspunkte quasi im Blut. Das wäre dumm, den zu verkaufen. Sadio Mané. Sadio Mané. Da ist er. Ja, okay, 1. Ah, sogar fast 2 Millionen. 1,6 kann man hier bieten. 2,1. Ja, okay. Nee, Leute, es ist trotzdem dumm, den zu verkaufen. Das sind 2,4 Millionen Erfahrungspunkte. 2,4 Millionen Erfahrungspunkte. Wir werden heute auf jeden Fall noch Versus Angriff spielen. Aber jetzt erstmal, ihr habt lange gewartet, Leute. Ja, aber sowas muss ja auch mal sein, so zu checken, was ist da, wie viel hat der, was kann man da noch machen, da und machen, da machen. Ihr kennt ja die 20 Uhr Folgen. Und ja, wir kommen jetzt hier zum ersten Pack, würde ich sagen. Genau, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ihr euch holen wollt, wenn ihr überhaupt da, sage ich mal, ein Packs öffnet. Ob ihr euch Courtois holen wollt, Modric oder so. Genau, ich werde jetzt hier das erste Pack öffnen. Ich bin gespannt, welchen Landeshelden wir ziehen. Am geilsten wäre es natürlich ein geiler Meisterspieler. 90 plus. Geil, komm, let's go. Und Punkte sind auch wichtig. Viele Punkte. 10! 10 Goldpunkte! Yay, ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Ey, gib mir doch mal 150. Ey, 10 Punkte, weniger geht's nicht. Och, Mann, das ist doch lächerlich. Etame... Licht, Lukas Licht, bester Name, Raphael, Nuri Sahin, Suket und Deutscher, Toni Kroos, 89er Toni Kroos, oh, shit, Leute, Toni Kroos ist doch, ja natürlich Real Madrid Spieler, das heißt ich kann Carvajal jetzt ersetzen. Ah, ich hab, Leute, ich hab vielleicht einen guten Plan, vielleicht kriegen wir jetzt sogar
Ja, R9 werden wir jetzt vielleicht nicht kriegen, aber wir sind so dicht an R9, so wie wir es noch nie dicht waren. Wenn ich Van Ginkel ersetze für Toni Kroos, ja, ich weiß, dann brauche ich noch einen Eindhoven-Spieler. Das heißt, ich brauche einen Rechtsverteidiger oder einen Keeper. Besser wäre ein Rechtsverteidiger. Es gibt Arias, das weiß ich. Es gibt Arias. Ich kann auch mal schauen, wie teuer Toni Kroos ist. Zur Not kann ich auch Toni Kroos verkaufen oder Toni Kroos für eine andere SBC einsetzen, aber das ist jetzt quasi... Das ist Schicksal, Leute, dass wir Toni Kroos ziehen, oder? Weil der passt ja perfekt in die R9 SBC rein. Wie viel bringt der? Okay, wenn der 3 Millionen bringt, ist es... Oh ne, 1,8 sind da schon mal weiter runter. 1,5 kann man hier bieten. Ja, der wird jetzt natürlich sinken. 1,5 bis 2 Millionen bringt der. Okay, wie teuer? Gibt es ein Rechts... Es gibt Arias, das weiß ich als Rechtsverteidiger. Aber wie viel kostet der? Position oder ein Keeper. Ich guck mal nach beidem. Und natürlich sollte der auch mindestens 85 oder so haben. Und da gibt es einen Arias. 1 Million kann ich hier bieten. Ey, das wäre ein richtiges Schnäppchen, ne? Alter, das ist ein Mega-Schnäppchen. Alter, ich brauche 1 Million Münzen. Leute, ich brauche 1 Million Münzen, ohne Spaß. Das ist ein Mega-Schnäppchen hier. Okay, 1 Stunde und 30 Minuten, Leute. Ich halte euch auf den Laufenden. Ich mache eine Instagram-Story, wenn ihr wissen wollt, ob ich Arias bekommen habe. Weil wenn die Folge online ist, ist Arias schon lange abgelaufen, weil ich hier gerade so um Mittag rum aufnehme. Ihr habt es gerade 11.39 Uhr, wo ich hier gerade aufnehme. Ich sitze hier, ich sehe ja meinen Ton hier links neben mir laufen, weil hier ist ja mein Mikrofon. Genau, ja. Ich brauche aber halt noch 3000 Münzen. Ich muss jetzt ganz schnell jemanden verkaufen. Ansonsten, keine Ahnung. Wir kommen erstmal zum nächsten Pack hier. Und ich hoffe, dass wir jetzt 150 Goldpunkte drin haben. EA, bitte gebt mir nicht schon wieder 10. Und gebt mir noch einen guten Landeshelden. Am besten Meisterspieler. So, wie viele Punkte? 30. 30, ich habe jetzt 160, Mann. Ich brauche 300. Aber rein theoretisch kann ich ja noch einen von diesen Packs öffnen, da ich ja noch genügend FIFA Points habe. Und wenn ich da 150 bekomme, wäre es geil. Oder 140, würde auch ausreichen. Für Eden Hazard. Lo, machen wir weiter. Erpen 72, Nano 73, Paris 73, Xiano, Mendy 74 und Kasri. Nee, nicht gut. Der wird wahrscheinlich nicht viel kosten. Auch wenn er 88er... auch wenn er eine 88er Bewertung hat. Nee. Also kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ja, 600, 500, 1500, noch weniger. 553 geht er sofort raus. Ja, eigentlich müsste ich den jetzt hier sofort verkaufen, dass ich die Münzen bekomme, vielleicht für Arias. Weil den Spieler... Ich werde ihn jetzt auch sofort draufsetzen. Ich stelle den mal hier für 500.000 Startpreis und für 515 sofort drauf. Gucken, ob der rausgeht. Ich hoffe es, ey. Ich hoffe es. Ansonsten muss ich noch ganz schnell irgendwas anderes verkaufen für einen Schnäppchenpreis, für einen Mega-Schnäppchenpreis. Ich will wissen, ob ich den bekommen würde, den Arias. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in... Ja, versus Angriff, würde ich sagen. Genau, mit R9 müssen wir mal schauen. Ich denke mal, eventuell schaffen wir es sogar morgen, R9 abzuholen, Leute. Morgen ist unser großer Tag. Morgen auf jeden Fall einschalten um 20 Uhr. Genau, und ich bewerte eure Teams, gibt es ja auch schon um 17 Uhr. Morgen XXL-Variante hatte ich, glaube ich, schon erwähnt am Anfang der Folge. Ja, und der hat wahrscheinlich sich auch ein, zwei Landeshelden abgeholt. Er hat Diego Costa da vorne drin als 91er Landesheld. Aber wir haben 14 Bewertungen besser, das heißt, ja, lieber Messi 27, du wirst jetzt leider verlieren. Ich, Leute, ich zähle schon die Tage, bis ich dann wieder Legende bin und dann wieder es Duelle gibt auf Augenhöhe. Bam, 1-0, Marco Reus. Okay, wo steht da der Keeper? Was hat er denn da gemacht, der Gianluigi? Der war ja mal... So, Salah. Oh, Salah, jetzt kriege ich hier einen Strike, Leute. Weil ich habe genauso gesungen wie das Original. Kappa. Genau, so tolle Chance. Habe ich übrigens. Leute, wenn ihr mich auf Instagram noch nicht abonniert habt, da werde ich das ja posten mit Arias, ob ich den bekommen habe oder nicht.
30 Packs sind da jetzt 96. Da könnt ihr, wie gesagt, gerne vorbeischauen. Salah, 4-0. Bam. Spielen wir rüber. Und Firmino mit dem 5-0. Zweistellig wird jetzt hier, glaube ich, ein ziemlich eng. Da müsste ich jetzt schon jede Chance nutzen. 6-0 auf jeden Fall. Jawohl, 7-0. 3 Tore, 20 Sekunden ist definitiv möglich. Der Gegner hat abgebrochen. Rage Quit vom Gegner, 8-0. Komm, 2 Tore noch. Let's go. Let's go. Soll ich es probieren mit dem Longshot? Nein, doch, ja. Was, Gianluigi? Da hat er mal gezeigt, dass er eine absolute Weltklasse ist. Was für eine Reflexe. 9-0. Zeit abgelaufen. Leider habe ich es nicht zweistellig geschafft. Wir werden aber noch ein Spielchen machen. Und ich werde einfach mal mit... Wenn es jetzt hier laden würde. Hallo? Hallo, EA. Ihr habt doch nur sonntags den... wie habe ich den genannt? Sonntag den Tag? Den Problemtag oder keine Ahnung. Oh, ich... Jawohl! Ich habe ihn verkauft, Kasri. Das ist perfekt. Geil. Jetzt habe ich auf jeden Fall genügend Münzen, um bei Arias mitzubieten. Das ist überragend. Arias! 86 hatte der, glaube ich. Und der ist immer noch drauf, Leute. Wenn ich den bekomme... Wäre es absolut geil. Wäre es absolut geil. Ja. Ich werde dann, also ich biete jetzt noch nicht, ich werde nachher bieten, denn am Ende, wenn die Auktion vielleicht schon entweder weg ist, weil einer sofort gekauft hat, also auch Sofortkauf ist ein Schnäppchen, ne, für 1,9. Die anderen sind dafür 2,5, 3 drauf und so. Wir werden jetzt hier noch ein Spielchen machen, let's go. Ach so, ich wollte ja umstellen. Ach nee, ich wollte mit meinem Toni Kroos und so spielen. Landeshelden. Ach nee, jetzt habe ich vergessen. Und er hat einen Kasri. Vielleicht hat er meinen Kasri gekauft hier, der Mustafa. Hier. Gerade gekauft und jetzt gespielt hier. Erstes Spiel mit Kasri. Nein, Leute, es kann sein, aber ich denke, es wird nicht so gewesen sein, dass er den gekauft hat und sofort ins Team eingefügt hat und so und so und so und so und so. Kann natürlich sein, aber glaube ich eher nicht. Zack, Valencia. Was macht ein Valencia da vorne? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es ist mir auch recht, wenn er da Tore macht. 2-1 hier, das war Marco Reus. Der ist ja eh abnormal, Leute. Bester ZOM, den ich hier in FIFA Mobile hatte. Oh, schade, dass der nicht reingeht. Da war der Keeper mal wieder dran. Kontertor, das spielt perfekt in die Karten. Um zweistellig hier zu gewinnen. 3-1 weiterhin. Ja, alter Kasri. Kasri macht hier Tore. Kasri, was soll denn das? Ich hab dich doch gezogen. Nochmal Kasri, 5-3. Also, pff, Respekt an den Gegner, dass der hier so dagegen hält. 6-3, 40 Sekunden, ja. Wenn ich mich beeile, wird das auf jeden Fall noch was. Weil vielleicht mache ich auch in den nächsten Tagen eine kleine Challenge. 50 Tore in 5 vs. Angriff spielen. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Und da muss ich halt in jedem Spiel 10 Tore machen. Und deswegen setze ich mir hier immer so ein kleines Ziel, 10 Tore pro versus Angriffsspiel. Und das ist halt extrem schwer. Man muss echt jede Chance nutzen. Wenn man nicht jede Chance nutzt, dann sind die 10 Tore eigentlich schon wie in Luft aufgelöst. Hier, oh, ich wollte gerade sagen, hier habe ich es geschafft, weil ich eigentlich sicher war, dass Reus den reinmacht. Ja, eine Chance nicht genutzt, zack, habe ich nur 9 Tore. Und dann in einem anderen Spiel 11 Tore zu machen, um das wieder auszugleichen, ist ja fast, also ist richtig, richtig schwer. Leute, auf jeden Fall war es das hier mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus an dieser Stelle. Haut rein und tschüssi.